Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Starfield. Ich habe meine Sachen vom letzten Mal fertig gemacht, habe die Waffen neu zugewiesen, habe die Ausrüstung ein bisschen angepasst, Sachen verkauft und wir sind jetzt auch schon mit dem Planeten, wo wir Präsenz zeigen sollen und überhaupt nichts Dubioses machen. Okay, ich würde sagen, wir werden hier mal landen in Neon. Einmal runter bitte. Hallo? Jetzt. Ja, das sind definitiv meine Fotos. Aber irgendwie cool. Na, diesmal braucht er etwas länger. Landestelle sauber. Dann mal runter. Okay. Willst du das haben? Nein. Was will ich haben? Bitte vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mein Versuch eines informellen Grußes ist fehlgeschlagen. Aha. Alles klärchen. Oh, das sieht irgendwie geil aus. Ich glaube, da würde ich mir schnell ein Foto machen. Ich weiß, ich bin furchtbar. Ausblenden. Ja. Foto. Dankeschön. Moin. Ach, du bist es. Siehst du den riesigen Riechst Schild? Du das? Das ist Baustelle, Teil des Energiesystems. Weihrauch, Industriechemikalien, Neon jeder einen Großteil des Stroms. Aber der Gestank von Rissbarsch lässt sich nicht vertreiben. Ja. Eine heimische Fischart. Wer weiß, wie es hier aussähe, wenn ihre psychotrope Wirkung unentdeckt geblieben wäre. In der Theorie eine reiche Proteinquelle, in der Praxis eine Partydroge. Und die Praxis gewinnt natürlich. Okay, ja, Fisch macht Body High. Hat angeblich mit dem natürlichen Öl des Rissbarsches zu tun. Die daraus gewonnene Droge heißt Aurora. Okay. Wir müssen bei Stroud Eklund Halt machen. Wenn große Summen gezahlt werden, muss das selbst bei so einem Fall zuerst genehmigt werden. Ah, ja, also du meinst eigentlich so eine kleine Beteiligung, ne? Gut. Gehen wir mal rein in die Party City. Erinnert mich so ein bisschen... Ja, einerseits an die Wolkenstadt in Star Wars, aber das hier mehr so an den einen Planeten, wo die Klonkrieger gezüchtet worden sind. Da vorne ist ein Checkpoint. Lassen wir sie ihren Job, dann geht es schnell. Siehst du den riesigen Schild? Ja, das hast du schon erwähnt. Blitze liefern den Neon einen Großteil des Stroms. Was zur Hölle soll das? Was ist hier los? Tu nicht so. Die Detektoren haben das Aurora, das du bei dir hast, sofort erfasst. Steh schön langsam auf und dreh dich um. Wenn du fliehst, schießen wir. Okay, das könnte noch spannend werden. Was das? Was war der Plan, Nesha? Aurora nach Aquila City oder New Atlantis schmuggeln? Nein. Hab bloß vergessen, dass ich es dabei hatte. Ach, war keine Absicht. Natürlich. Kommt schon. Können wir uns nicht einigen? Ich zahle euch die übliche... Nicht wir machen die Regeln, sondern Verwalter Bayou. Und jetzt halt die Klappe und fang an zu laufen. Los, okay. Bewegung! Okay, das wäre wieder eine Mission für sich. Ah, ich fahre auch mal so, mit. Am Anfang. Oh, geil. Okay, das gefällt mir. Vor allem das hier. Cool. Ja, ja. Geil. Eigentlich nicht mein Ding. Aber du bist der Boss. Das Hotel Woli. Schlaf bei uns. Kann ich da jetzt einfach übernachten? Oh, Aufzug geht. Gut, aber ich brauche kein Hotel. Coole Sache. Ach, die Galbank.
Die kennen wir ja schon. Clover von Keldkorb ist viel zu gut für Neon. Ich glaube, Benjamin Verjus Turm. Ganz schön groß. Sonst... Nein, Trade Tower. Moment, kann ich hier... muss ja ein riesiges Marketingbudget haben. Du redest auch ein bisschen viel, ne? Zeltkorb. Hier soll mal rein. Firmensitz. Okay, was gibt's denn hier alles? Kreisgut, beschränkt, leichten Aerospace, Firmensitz. Alles klar. Große City. Der Zukunft. Hier werden hochwertige Schiffe gebaut. Und das sage ich nicht, weil es Strouds Firma ist. Es ist Fakt. Ist sie hier? Vielleicht doch wieder ein Roboter. Ich werde sie anmelden, Sir. Du kennst Stroud? So ein Glückspilz. Das werden wir sehen. Walter. Isa. Geht es um letztes Mal? In den Markt für Luxuscruiser zu investieren, wäre ein Fehler. Unsere Kernkompetenzen liegen woanders. Nein, es geht um... Warte, ein Fehler? Unsere Schiffsdesigner sind in den besiedelten Systemen unerreicht. Die designen Privat- und Militärschiffe, Walter. Unterkünfte im großen Stil für Touristen sind eine ganz andere Sache. Oh, tut mir leid. Anstatt mit meinem Partner zu streiten, sollte ich mich lieber vorstellen. Issa Eklund. Die besagte Eklund aus dem Unternehmensnamen. Oh. Na, eigentlich nicht. Co-CEO. Erbin des Eklund-Vermögens. Dass ich seine Frau bin, fällt unter ferner Liefen. Fällt okay. Unsere Ehe wirklich unter ferner Liefen? Oh, das kommt ganz darauf an. Ihr seid ein komisches Paar. Richtig. Die kühnen Entdecker, von denen mein Partner so schwärmt. Du solltest seine Rede dazu hören. Ist das wirklich nötig? Oh, mir stockt immer der Atem, wenn er das macht. Wirklich. Diese Leidenschaft. Würde er so mit dem Vorstand reden, müsste ich sie nicht besänftigen. Okay. Aber wir sollten mal unbedingt noch mehr... Ach komm, lassen wir mal. Ja, oder? Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Also, mein Lieber, warum seid ihr hier? Der Vorstand tagt nicht und bis zu unserem Urlaub dauert es noch. Es geht um das Sonderkapital. Ich brauche alles. Ach. Hat das zufällig mit deinem bevorstehenden Treffen in der Astral Lounge zu tun? Davon habe ich nie erzählt. Hast du wieder meine Dateien hacken lassen? Du hast damit angefangen. Kann gegenseitiges Misstrauen irgendwann wieder zu Vertrauen führen? Das frage ich mich gerade. Ich mag sie. Aber sowas setze ich auch immer auf Freelancer. Bekriegt ihr euch immer gegenseitig? Ja. Oh, ist bloß ein kleines Scharmützel. Wenn wir beide allein sind, kann Walter sehr zuvorkommend sein. Das geht schon weit. Geschäft und Privates mischt, muss trennen können. Gut. Ein äußerst riskanter Ort für ein geheimes Treffen. Das war das Ziel. Ein neutraler öffentlicher Bereich. Nur nicht an Hilfe. Oh, du musst mich helfen lassen. Ich habe an alles gedacht. Durchleuchten wir den Verkäufer. Was sind seine Ziele? Dann überprüfen wir die Astral Lounge auf Sicherheitsrisiken. Für den Fall, dass etwas schief läuft. Wir bestechen die Türsteher, ändern die Zugangscodes. Ganz genau. Ihr habt es also schon mal öfters gemacht, ne? Ja. Verzeih meinen Egoismus, aber ich würde gerne etwas Zeit mit meinem Mann verbringen. Außerdem muss die Zahlung bewilligt werden. Natürlich. James Newell ist der Broker, der unseren Verkäufer kennt. Er kann dir weiterhelfen. Die Astral Lounge ist leicht zu finden. Hier, das ist für laufende Kosten. Schließlich übernimmst du jetzt. Wir treffen uns hier. Ich werde bei der Verhandlung anwesend sein. Versprochen. Ich lass dich nicht allein. 1000 Credits. Frag nach der Söhne, finde mehr über den Verkäufer heraus. Ja, ich... Viel Spaß erstmal, ihr zwei. Ja, dann machen wir halt mal die ganze Arbeit hier runter in die Lobby. Und sagen wir.
Was denn? Hier. Für dich. Hatte fast vergessen, dass ich das besorgt habe. Jedenfalls dachte ich mir, dass du es brauchen kannst. Ja, aber was Kein genau? Problem. Wenn ich auf unserer nächsten Expedition etwas Schönes finde, bringe ich es dir mit. Hackbraten. Okay. Okay. Södele. Easy Launch. Moment. Ach da, Astral Launch. Okay, das war jetzt wirklich nicht schwer zu finden. Ich kenne Leute wie dich. Lässiges Weltraumass. Muss cool sein. Security. Eine die Party. Okay. Hat was. Hat was. Was seid ihr? Zitzit. Na. Spaß? Also ich glaube, es wird irgendwie cooler ausschauen ohne den Ding da oben. Ja, doch. Das gefällt mir. Wo ist hier die Bar? Ist hier oben die Bar hier? Okay, da sind irgendwie überraschend wenig Leute an der Bar. Also, was möchtest Moin. Du haben? Du bist neu hier, oder? Ich bin Boon Morgan, dein neuer bester Freund in Neon. Wenn du zum Trinken oder zum Musikhören hier bist, bin ich dein Mann. Und wenn du einen noch größeren Kick willst, wir haben auch reichlich Aurora im Angebot. Ja, du. Ich ziehe eher Alkohol vor. Ja. Oh, davon haben wir jede Menge. Aber probier doch mal was anderes. Neuer Planet, neue Stadt, neue Erlebnisse. Darum geht's im Leben. Hier, die Karte. Es lässt sich natürlich nicht leugnen, dass Aurora nicht ganz billig ist, aber mal ehrlich, Vergnügen hat eben seinen Preis. Ich weiß nicht, ja. Hervorragende Wahl. Die Sky Suite bietet Luxus und Eleganz, wie du sie sonst nirgendwo in dem besiedelten System findest. Und da die Astral Lounge sich im gleichen Gebäude befindet, kannst du dich per Aufzug direkt ins Vergnügen befördern lassen. Klingt nicht schlecht. Bist du... Moment mal, ich kann das Penthouse kaufen. Ah. Was hat es zu bieten? Sehr gerne. Das Design der Sky Suite ist auf Offenheit und Luxus ausgelegt. Ob du den Morgenhimmel oder die Lichter von Neon bevorzugst, mit den hohen Decken und Panoramafenstern hast du jederzeit eine tolle Aussicht. Soll ich eigentlich mit einem Penthouse anstellen? Wir sind ja eh die ganze Zeit unterwegs. Und ich weiß nicht, der Planet würde sie eher bei der anderen Stadt machen. Sehr schade, aber ich bin hier, falls du es dir anders überlegst. Ich würde es ehrlich gesagt gerne mal besichtigen. Ja, schauen wir mal auf die Karte. Selbstverständlich. Lass dir Zeit. Also guck mal, was hast du so? Alles klar. Wo ist Sangria? Cool. 5% Überzeugungschance für 5 Minuten. Aurora. Zeit wird 10 Sekunden lang um 40% verlangsamt. Okay. 760. Wie viel Credits habe ich? 87.000. Hm. 100% Schadensresistenz für 3 Minuten. Insekt. Du hast Trauben. Ehrlich gesagt, ich kauf gerne eine Flasche von dem da. Nur eins. Dankeschön. Coole Flasche. Tö. Das war's eigentlich. Die Astral Lounge gehört zu den sichersten Orten in Neon. Dort werden nur die besten Kräfte eingesetzt.
Genau, ich will die... Wo genau kann ich ein privates Meeting abhalten? Private Meetings finden oben statt. Nimm den Aufzug. Ich befürchte, das lässt unser Brandschutz nicht zu. Und du solltest wissen, dass unsere Türen über ein hochmodernes Schutzsystem verfügen. Okay. Dann wäre das VIP-Paket der Astro Lounge was für dich. Für eine geringe Gebühr ist unsere Security auch deine. Ich probier's mal. Eine angemessene Gebühr ist auch in unserem Sinne. Natürlich. Sorry. Aber von Versprechen kann man nicht leben. Oder wir sagen mal automatisch überzeugen. Mr. Stroud kommt in die Astral Lounge? Interessant. Falls du noch interessiert bist, bieten wir dir gerne einen Rabatt an. Ach, es sind so noch 1000. Ja. Ausgezeichnet. Lass mich nur den Rabatt abziehen. Und fertig. Wir hoffen, dein Meeting verläuft wie gewünscht. Okay, dürfte ich mir die Karte, kannst du irgendwas auf der Karte besonders empfehlen, dass die Musik... Ja. Ben und ich sind gute Freunde. Er hat mir den Job hier in der Astro Lounge gegeben. Er ist ein guter Mann, ein echter Philanthrop. Die Bürger von Neon liegen ihm am Herzen. Er sorgt dafür, dass alle Arbeit haben und gut versorgt sind. Okay, dann werden wir hier erstmal fertig. Also, Le Penthouse. Ich würde es gerne mal sehen. Hey, willst du tanzen? Ist das? Ah, das ist Restroom. Aller Gott sei Dank. Warum muss eigentlich das WC immer so furchtbar ausschauen? Dieses Aurora-Zeug Ah, VIP Elevator. Aber will ich da jetzt schon rauf? Ich wollte ja noch den Verkäufer mir genauer angucken. Das war vermutlich hier. Aber das war jetzt erstmal Teil 1. Aber Security ist schon mal auf unserer Seite. Warte mal auf die Karte gucken. Durch ein Gefängnis mit Nasher. Prüfe die Türsteuerung. Warte mal, Mission L. Geld macht's möglich. Ich finde mehr bei den Verkäufer. Prüfe die Türsteuerung. Wie mache ich das mit dem Verkäufer? Weil das mit Nasher ist ja so ein Nebending. Frank Rennick macht einen Wirbel, weil jemand seinen Roboter. Ich geh mal kurz nach da hinten. Wenn es zum Schiff rausgeht, dann ist das was anderes. Okay, die Discovery. Moin. Willkommen bei New World. Rosa und ich garantieren unseren Kunden, dass wir Seekarts lausige Auswahl bei weitem überbieten. Oh. Ja. Naja, das sieht mir eigentlich nicht ähnlich, aber Seekart lässt mir keine andere Wahl. Der Zusammenhalt unter den Geschäftsleuten von Neon ist ihm völlig egal. Er schwänzt unsere Treffen und macht bei Sammelbestellungen nicht mit. Und er schmiert die Neon Security, damit sie seinen Laden beschützen. Okay. Ja. Du begreifst das nicht. Die Sache ist für die ganze Stadt wichtig. Weil? Wenn sich nicht alle Kaufleute in Neon zusammentun, leiden wir weiter unter den Regeln der Neon Security. Jedenfalls, ich sehe. Entschuldige, mich wühlt das Thema einfach sehr auf. Entschuldige bitte den kleinen Ausbruch. Sieh dich ruhig um. Du findest bestimmt etwas, was dir gefällt. Soll ich das machen? Sind da alle korrupt? Ich würde sagen, die Mehrheit der Wachen ist korrupt. Und die paar, die es nicht sind, stecken ihren Sold ein und gucken weg. Sie haben Neon komplett unter ihrer Kontrolle. Die eigene Security des Freestar Collective hat hier nicht mal einen Posten.
Ohne den Außenposten der Freestar Ranger gäbe es in der ganzen Stadt keinen Funken Gerechtigkeit. Interessant. Lass mal schauen, was du so hast. Natürlich. Ich habe ein riesiges Sortiment. Okay, Munition, Anzüge, das ist alles so Standardzeugs. Brauche ich eigentlich nicht. Das ist alles Standard. Ich glaube, was zu kaufen macht nicht sehr viel Sinn. Oh, Kleidung. Ja, ich brauche keine Extras. Okay. Ja. Kann sein. Oder auch nicht. Normalerweise kosten Infos was. Fangen wir mal, was dauert, da kann ich bestimmt bezahlen. Ich könnte es auf seine Rechnung setzen. Geil. Ich habe mit so vielen Leuten zu tun. Dabei hält man schwer den Überblick. Shit. Ja, das hoffe ich. Okay, der ist ziemlich gut. Okay. Okay, das hat wirklich funktioniert. Hab aber einen Freelancer auf ihn angesetzt. Sleep Crate One. Ich werde die Einheit für dich markieren. Okay, danke. Soll man uns auch um das andere Problem kümmern? Irgendwie klingt es ja schon witzig. Hallo, willkommen bei Newbels. Oh, okay, ja. Das wäre extrem hilfreich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hab gern eine Bezahlung. Ja. Ich bin Geschäftsmann. Wenn du mir bei diesem Problem hilfst, entschädige ich dich für deine Zeit. Aber sei vorsichtig. Siegert kann überraschend unvernünftig sein, wenn er in die Enge getrieben wird. Cool. Heute musste ich ein paar... Wisst ihr was? Das machen wir jetzt gerade mal. Sleep... Was? Suche die Sleepcrate des Verkäufers, prüfe die... Oder... wo waren das Sonstiges? Alles für einen... Frage Rosenjubel nach Dietrich Siegert. Sprich mit Dietrich. Rosenjubel. Bist du das? Ach da, Rosa. Nicht mal, auf welchem Planeten sie sind. Und doch. Willkommen bei Newells. Sag Bescheid, wenn ich irgendwie helfen kann. Die Stimme passt irgendwie so gar nicht zum Gesicht, aber okay. Ja. Klinge ich wirklich so? War mir gar nicht bewusst. Das ist ja furchtbar. Entschuldige bitte. Bei dem ganzen Krawall, den mein Mann bei den Treffen der Händlerallianz macht, ist es schwierig, Ruhe zu finden. Der Ernst ist da in einen albernen Kreuzzug gegen Dietrich Siegert hineingeraten, auf den er wütend ist, weil er Neon Security besticht. Vermutlich um Schutz zu erhalten. Offenbar verlangen sie von bestimmten Geschäften eine Art Sicherheitsgebühr. Ja, das Übliche. Uns ist das bislang erspart geblieben. Aber es ist skandalös, dass so etwas überhaupt passiert. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, mein Mann versteht Dietrich falsch. Er tut halt, was er tun muss, um zu überleben. Aber erzählt James bitte nichts davon. Er soll nicht denken, dass seine eigene Frau an ihm zweifelt. Schwierig, ich habe ja James schon gesagt, dass ich in der Sache auf den Grund gehen werde. Oh, danke. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal jemand Fremdes in unserem Geschäft war und Hilfe angeboten hat. Es wäre so schön, wenn mein James wieder glücklich wäre. Früher hat er mich ständig angelächelt. Jetzt sehe ich nur noch Sorgen in seinem Gesicht. Wenn du möchtest, kannst du mit ihm darüber reden. Aber vielleicht möchtest du dir vorher noch unsere Waren ansehen. Gut, das habe ich schon. Ich würde gern... Nee, das würde ich eigentlich nicht wissen. Dietrich ist eigentlich ein recht angenehmer Mensch, obwohl der Druck ihn in letzter Zeit ganz schön verbittert hat.
Als wir unser Geschäft hier auf dem Ikuchi Market eröffnet haben, war er sehr hilfsbereit. Er hat uns Tipps gegeben und gar nicht wie Konkurrenz behandelt. Ich glaube nicht, dass Dietrich etwas Falsches macht, wenn er Neon Security besticht. Leider ist mein Mann davon überzeugt, dass der Kampf gegen das Rathaus Neons Probleme löst. Aber ich glaube, er irrt sich. Ja, bitte gut. Reg dich nicht auf, James. Aber während deiner Abwesenheit... Ist jetzt die Mission aktiviert? Ist es das hier da unten schon? Schauen wir doch mal vorbei. Seekart, Outfitters. Wollen wir nach der Arbeit noch ins Euphorica? Das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Ey, Saugroboter! Ach na, Sanitäter und Minibot. Also, moinchen! Hallo? Quatschen? Ah, dann halt von der anderen Seite. Willkommen bei Siegharts Outfitters. Alles, um die besiedelten Systeme zu erkunden. Was ich nicht habe, brauchst du nicht. Ja, das ist eine kühne Behauptung. Ich schwöre dir, das ist keine Übertreibung, um Kunden zu gewinnen. Na, natürlich nicht. Ich habe mein Geschäft über Jahre hinweg perfektioniert, indem ich Kunden befragt, Umsatzzahlen ausgewertet und mein Sortiment kuratiert habe. Lass dir Zeit, sieh dich um, stell mir Fragen. Du wirst nicht enttäuscht sein. Wetten? Du bist schon fast wie ein Händler für Gebrauchtschiffe. Du hast hier einen sehr wertvollen Laden. Ja. Vielen Dank, sehr nett. Ich habe sehr viel Geld in den Laden gesteckt und unter uns, ich stecke bis zum Hals in Schulden. Aha. Die Location ist toll, direkt neben dem Raumhafen, aber die Gebühren und die Miete sind astronomisch. Tja, gut, Geschäftsstelle Kosten. Hat wohl jemand bei der Finanzplanung ein paar Schritte übersprungen? Was ist denn nicht da? Das soll das guten Umsatz machen, ja? Sollte man meinen, oder? Aber ich schlage mich nur gerade so durch. Aber ich will dich nicht den ganzen Tag mit meinen Sorgen langweilen. Du bist ja zum Einkaufen hier. Eigentlich also nicht. Also greif doch einem armen Geschäftsmann wie mir unter die Arme und kauf was. Ich glaube, der Roboter wird mich auf die Seite schieben. Ich probier's mal. Das hätte meine liebe Mutter auch gesagt. Die Gebühren hier sind sehr hoch und ich komme kaum über die Runden. Aber ich war schon immer sehr stur. Es war nicht immer leicht, aber ich bin seit 8 Jahren an diesem Standort und ich gebe nicht auf. Mein Laden ist mein ganzer Stolz. So etwas wie meinen Laden findest du in Neon kein zweites Mal. Also bitte unterstütze mich mit deinem Einkauf. Es lohnt sich. Gut, dann schauen wir mal Klar. nach. Ich habe alles, was es braucht, um die besiedelten Systeme zu erkunden. Okay, gucken wir mal. Brauche ich eigentlich nicht. Rohstoffe, Ammonium, Anzug, Betriebsrat. Irgendwas Legeres, ne? Argon. Hast du Hilfe, Ressourcen, sonstiges Waffen? 18er Cutter-Anzug. Ja, das ist alles schlechter. Aber rein so von der Kleidung, was? Wir kaufen das einmal. Südele. Was? Nein! Ich will mit dir noch weiter quatschen. Jetzt habe ich was gekauft. Hereinspaziert! Bitte! Mir sind James' Einwände bewusst. Auch darum gehe ich nicht zu dem Treffen. Aber wenn ich Dexler nicht bezahle, war es das für mich. Dann muss ich der Allianz nicht mehr beitreten. Mir bleibt also kaum eine Wahl. Sollen die sich mit der Neon Security anlegen? Ich muss meinen Lebensunterhalt beschützen. Nichts wäre mir lieber, als mein Geschäft ohne Dexlers Gaunereien zu führen. Glaub mir. Aber was kann ich schon tun? Wenn ich ihn nicht bezahle, hetzt er mir sämtliche Gangs der Stadt auf den Hals.
Ja. Warum? Rosa Nebel, Rosa versteht, warum du Dexter bezahlst, aber sie sagt auch, du bist ein guter Mensch. Es ist plus 5. Wir brauchen aber nur 4. Das hat Rosa gesagt? Ich weiß noch, als sie und James ihren Shop eröffneten. Das waren noch andere Zeiten. Okay, ich bin überzeugt. Ich werde Dexlers Sicherheitsgebühr nicht mehr zahlen. Und sag Newell, dass ich zum nächsten Treffen komme. Vielleicht bringe ich sogar was zu knabbern mit. Mit leerem Magen kann man so schlecht standhalten. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Auf jeden Fall müsst ihr euch dann in der Gruppe schützen. Oh, jetzt will er auch quatschen. Ja, ein bisschen später, wenn wir dann auf dem Schiff sind oder so. Okay. Also, ich hab gute Kunde und ich will Credits. Moin. Falls du vor, unser Lager ist voll. Was möchtest du? Na sowas. Und dafür musstest du nur mit ihm reden? Ja, manchmal reicht das eben. Und ich habe alles mit meiner verdammten Sturheit nur noch schlimmer gemacht. Da du dank der Fische in reinem Gesicht fast erblindet wärst, würde ich das auch so sehen. Und ohne dich würde ich immer noch hilflos in diesem Fass stecken. Danke für deine Hilfe. Endlich ist die Händlerallianz vereint. Ob wir in dieser Stadt je eine faire Chance bekommen, aber es ist ein Anfang. Geil, 3300. Mehr Money. Gut, also, Hauptmission. Mal kurz gucken. Hauptgeld, prüfe, untersuche die Sleep Crates des Verkäufers. Das ist also hier drin. Appside. Ah, okay. Das sind die Backdoors hier. Hm. Es ist wie so... Ach, wir sind draußen. Nicht das schönste Wetter. Oh, Leute, lass mich vor mal vorbei, bitte. Ich würde mal sagen, hier hinten rein. Fischhändler? Ja, ja, hier stinkt's. Aber immerhin verdient. Also, Fischen ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Hier rein? Neonkern. Hä, warum sagt er hier rausgehen? Verstehst du jetzt nicht so ganz? Und da geht's wieder zu einer anderen Tür zurück. Karte. Bewirb dich auch für den Job? Nee. Nein, warte mal. Oder brauche ich einfach einen Aufzug? Ich ein Gefängnis für die Türsteuerung. Ja, aber wo ist das mit dem Sleep Crate? Oberflächenkarte. Geh. Wieso konnte ich nicht meine anständige Karte. Bla bla bla. Oh, die Sleep Crate des Verkäufers. Aber wo ist denn das? Ansonsten mache ich das halt mal mit der Türsteuerung und vielleicht sehe ich da den Punkt von dem anderen. Es ist dämlich. Pass bloß auf, dass du okay. Einmal auf Express. Sind die Vorräte knapp. Wenn Doc Manning das nicht in den Griff kriegt, müssen sie am Ende zumachen. Oh, man kriegt einfach Nebenmissionen ohne Ende. So kommt man danach auf seine 60 und mehr Stunden. Wenn du mal zahlst.
Ja, spiele. Okay, Türsteuerung. Einmal reif auf den VIP-Balkon. Okay. Gibt's also. Ah, cool. Wo man sogar runterschauen kann. Ich könnte hier Sachen mit. Du hast auch so eine Flasche. Bogen. Bleib stehen, wenn du weißt, was gut für dich ist. Was zum. Wie? Halt, stehen bleiben. Du bist verhaftet. Kluge Entscheidung. Und jetzt komm mit. Wir beschlagnahmen Schmuggelware und Diebesgut und du kannst gehen. Oh. Ja, also das mit Verstecken hat überhaupt nicht geklappt. Aber warten, wir hatten doch mal so eine Mission im Gefängnis. Hm, unzugänglich. Ich aktiviere das mal ganz kurz. Missionen. Hauptpersonen, sonstiges, offene Fragen. Sprich im Gefängnis mit Nesha. Wo ist denn der? Ach da. Ja, toll, aber da komme ich nicht rein. Hat's hier irgendwie. Nee. Nein, nein, nein. Hey, warst du dabei, als diese Security-Schweine mich geholt haben? Bitte, hab ein Herz. Du musst mir helfen. Oh, danke. Du passt ja perfekt nach Neon. Aber kannst du mir bitte helfen? Ich habe meinen Job verloren, meine Creds. Und wenn ich das mit Yannick Legrand nicht kläre, verliere ich alles. Alles. Yannick erwartet ein Paket. Ein nicht unbedingt legales Paket. Wenn du es ihm bringst, weiß er, dass ich loyal bin. Keine Sorge, Yannick ist stinkreich. Er bezahlt dich. Wer ist das überhaupt? Oh Mann. Du hast wohl noch Weltraumstaub in den Ohren. Bei Yannick Legrand gibt es nach der Astral Lounge den besten Alk. Aber bei ihm können den auch normale Leute bezahlen. Nicht nur Schnösel. Und er stellt Blend her. Er ist also der Macker. Auf ziemlich offensive Art. Okay, warum vertraust du mir denn überhaupt? Das, tue ich gar nicht. Du bist nur meine einzige Chance. Okay, hätten wir das auch geklärt, also. Du rettest mir echt das Leben. Super cool von dir. Meine Kiste steht in Block 02 in Appside. Mein Authentifizierungscode ist Alpha 3 Kilo 4. Sag einfach der Managerin Bescheid. Sie lässt dich dann rein. Das Paket samt Inhalt ist da drin. Bring es einfach zu Yannick. Dann ist dieser verdammte Albtraum endlich vorbei. Das klingt ein bisschen so einfach. Aber okay. Sag mal hier. Könnte von einem Kaffee glatt jemand umlegen. Ja, bitte nicht mich. Ciao. Heißt das, ich soll meinen ganzen. Mann, warum das mit dem Stil nicht funktioniert? Ich wurde doch überhaupt nicht entdeckt. Glotz nicht. Ja, du, immer mit der Ruhe. Wo ist denn das jetzt? Mein Geduldsfaden ist dünn. Appside. Okay. Klingt doch draußen. Ah, hier. Ich und auch. Habe noch. Es sind noch Sleep Crates frei. Eng, aber heimelig. Wir müssen auch für die Hauptmission zu Sleep Crates. Leute leben in diesen Dingern. Ich brauche ein Zimmer. Kannst du mir das über Sleep Crates erzählen? Ja. Wenn du den richtigen Autorisierungscode hast, lasse ich dich überall rein, wo du willst. Vielleicht bedanke ich mich sogar. Du siehst aus, als wüsstest du das zu schätzen. Okay. Alles klar, okay. Und die Authentifizierung ist grün. Such nach C153. Bevor du gehst, wage ich mal die Vermutung, dass du mehr Geld hast als meine übliche Klientel. Ich schmeiße bald Kisten von säumigen Kunden weg. Vielleicht ist wochenalter Rissbarsch drin. Vielleicht bei Lamos von Miguel Rafael. Das Original. Glückssache. Ich probier's. Klasse.
Einheit C203 ist auf dich geschlüsselt. Viel Glück. Also 203 und 153. Hier rein? Moment mal, wo steht denn hier die Nummer? Sind das alles? Tür verriegelt, Einheit C203. Ach nee, hier kann ich rein. Ja, okay. Hier ist aktiv nichts drin. Ja, okay, das war nix. Pharmakit, nee. Probier's einfach mal alle hier. Elevator. Ist es irgendwo da hinten? Nimm dich in Acht. Nicht wieder. Ja, ja. Ich glaube, wir sind die wenigsten seriös. Oh, Credits. C203. Naja. Das ist 153? Ah, das ist das Paket. Das wird uns Probleme bereiten. 100 pro. Haben wir hier drin noch mehr Klopapier. Moment, was war das? Ja. Müssen wir mal schauen. Habe ich jetzt wirklich das Richtige? Sprich mit Yannick Legrade. Ist das Aktivitäten? Warte mal, alles offene. Geld macht's möglich. Ja, das war nur Zustellung. Liegt in der Schiff. Nö, das machen wir nicht. Kraft, Kraft, Kraft. Mantis. Hm. Wo sind denn die abgeschlossen? Beendet. Alles für einen. Hm. Na gut. Kann ich mit dir nochmal quatschen? Ich habe noch Sleep Crates zu vermieten. Aber jemand wie du hat doch was Besseres verdient. Und jetzt die A107. Da drin stinkt es ganz schön. Also wird interessant. Das war übrigens die letzte. War mir ein echtes Vergnügen. Okay. Wo kann ich das legendäre Schiff Kraft aus? Ein Licht der Dunkelheit. In die neue Stories. Zurück an die Arbeit. Akt. Oder ist das Aktivitäten? Begib dich zur geräumten Sleep Crate. Leute lieben. Ne, das war's gut, eigentlich. Zurück an die Arbeit. Ist das hier? Okay. Geil. Da ist überhaupt nichts drin. Geil. Ich hab das für nichts ausgegeben. Es sind noch Sleep Crates frei. Eng, aber heimlich. Ja, ehrlich gesagt, kein Interesse. Die Nebenmission. Wo ist der Typ? Fraktion, sonstiges, Missionen. Hä, wo ist das hin? Offene Fragen, sprich mit Yannick Legrade. Da. Wo ist das? Ach, da. Werd mich doch nochmal irgendwie in das Stehlen reinlesen. Ah, da hinten. 80. Es kann einfach nicht so einfach sein. Moin. Machen wir Pause. Reden wir. Paradies. Das. Wir dachten, er wäre irgendein Magen oder auf Aquila. Meinst du, dass er es endlich bereut, damals verschwunden zu sein? Ein bisschen mehr so barmäßiges vorgestellt, aber okay. Moin. Ja. Brauchst du was? Wenn ich nicht, aber du. Blend willst. Heute Nacht ist eine neue Lieferung reingekommen. Nee. Na, okay, wie du willst. Aber du weißt ja nicht, was dir entgeht. Pass auf, ich habe keine Zeit zum Plaudern. Ich muss mich um mein Geschäft kümmern. Also, wenn du dich bitte beeilen würdest, wäre das toll. Würde ich sobald sich rumspricht, dass wieder Blend da ist.
gibt es einen Massenansturm. Das gibt eine schlechte Bewertung bei Google Maps. Ja. Ja, klar. Du gehörst zu Nesha. Die Ähnlichkeit ist nicht zu übersehen. Fast wie Zwillinge. Würde ich jetzt nicht ich sagen. Ich weiß, dass er einkassiert wurde. Wenn du also Undercover Security bist und Schutzgeld willst, vergiss es. Yannick lässt sich nicht veräppeln. Oh, wirklich? Ha, faszinierend. Nesha hat also geliefert. Vielleicht ist er doch nicht so ein Loser. Ach, was rede ich? Er ist ein kleiner Fisch. Aber wenn die Konzerne alle guten Fische verschlingen, bleiben eben nur noch winzige Fischlein übrig. Nimm die Creds. Ich bin weithin für meine Großzügigkeit bekannt. Ja. Ja, ja. Er ist loyal. Loyalität wird belohnt. Du siehst richtig talentiert aus. Und niemand kennt dich. Ja. Du hast den unvergleichlichen Schöpfer von Yannick's Blend vor dir. Blend ist stark. Blend ist gut. Und Blend haut richtig rein. Dass er reinhaut, ist das Problem. Aber bist du vielleicht die Lösung? Ich könnte das Ganze sauberer und besser aufziehen. Ja, weißt du, das reicht mir jetzt. Du lieferst das Paket für unseren guten Freund Nesha. Du bist effektiv. Und ich habe so ein Gefühl bei dir. Und ich muss schnell sein, bevor alles den Bach runtergeht. Nö. Willst du vielleicht noch etwas Blend für unterwegs? Nö, auch nö. Ja, nee, jetzt ist mal gut. Macht's Nesha und du mal mit ihm Hallo. Ihr Zeugs. Willst du einen Blend? Okay. Gute Wahl. Schlimm. Okay, liebe Leute, wir sind wieder an der Zeit. Ich würde sagen, an der Stelle lassen wir das. Ich habe mich mal richtig schön ablenken lassen. Ich glaube, ich muss hier weg. Das ist einfach zu laut. Ja, wir werden mit unserem Meeting da weitermachen. Ich schaue, dass ich mal in dieses Sleep Chat von diesem einen Typen da reinkomme. Beziehungsweise, ich glaube, diese Einheit da. Und dann haben wir unser Meeting. Das wird garantiert. War doch gerade ein Bug. Was soll das sein? Okay. Jedenfalls werden wir dann unser Meeting haben und mal schauen, wie das dann noch so wird. Und ja, er will, dass ich da seinen Job annehme. Das mache ich jetzt nicht. Ich habe schon eine Nebenmission gemacht, aber das reicht erstmal. Beziehungsweise zwei. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald im Abenteuer in Starfield. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.